Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Travel Inside Outside. Heute wollen wir euch mal berichten, weshalb wir Australien verlassen und warum es eigentlich wieder nach Deutschland geht. Wir haben beschlossen, dass wir wieder zurück wollen in unser normales Leben. 9-to-5 arbeiten. Und Wohnung, Job. Dass wir einfach jetzt genug haben vom Reisen und Sehnsucht haben, wieder zurück in unser altes Leben zu gehen. Ja, die Reise ist vorbei! Nicht. Nein, natürlich nicht. Wir gehen zurück nach Deutschland, aber für einen sehr, sehr, sehr schönen Anlass. Und zwar sind wir Trauzeugen! Unsere besten Freunde heiraten und das ist natürlich damit einer der schönsten Gründe, wieder nach Deutschland zu gehen für einen Besuch. Natürlich, wir freuen uns über unsere Familie, absolut, über unsere Freunde, aber unsere Reise geht natürlich weiter, aber das erfährst du am Ende des Videos, wo es dann eigentlich weitergeht. 5 Monate Australien sind rum und wir haben unser Auto jetzt verkauft, Joey. In 3 Tagen Übergabe. Wie fühlst du dich damit? Ja, ganz gut. Also wir sind echt auf jeden Fall froh, dass es verkauft ist. Wir haben auch noch ein gutes Geld dafür bekommen. Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Ja. Natürlich haben wir auch Emotionen in das Auto irgendwo gesteckt. Arbeit, Fleiß. Genau. Stress. Alles Mögliche, alles was halt zu einer Reise dazugehört. Ja. Und dementsprechend, ja, sind wir schon ein bisschen traurig, das Auto wieder herzugeben. Aber die Reise geht weiter, das Leben geht weiter und wir werden noch viele neue Eindrücke sammeln. Von dem her lassen wir gerne los. Ja, aber man muss auch loslassen, um was Neues einzuladen. Und wir haben beschlossen, hey, wir möchten ein anderes Abenteuer noch erleben, eine andere Kultur, ein anderes Land. Wir haben viel Eindruck von Australien gewinnen können und das Vanlife war auch echt eine coole Experience, eine coole Erfahrung. An manchen Stellen hat man sich dann doch vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Gerade dieses Bild, irgendwo am Strand zu stehen, an einem geilen Spot. Aber die Realität zeigt halt manchmal, dass es sehr schwierig war, ein kostenloser, schöner Platz zu finden. Wir haben sehr viel auf Rastplätze auch tatsächlich übernachtet. Und meistens ist es halt auch verboten, am Strand zu übernachten. Ja. Es gab coole Pluspunkte, wie zum Beispiel solche Barbecue-Grills, kostenloses Wasser oder auch Duschen. Muss man sagen, das war cool. Mega. Also da ist wirklich Australien wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Von dem her wirklich Pluspunkt, Props. Props an Australien. Also da kann sich Deutschland auf jeden Fall mal eine Scheibe davon abschneiden. Weil halt wirklich sehr, sehr viel auch für die Kultur, für die Kinder, für die Jugend, alles Mögliche gemacht wird als an Freizeitaktivitäten. Halt wirklich auch die Spielplätze, mega. Es gibt solche Fitnessgeräte draußen. Also es war schon cool. Aber wir hatten leider auch viel Regen. Viel Regen, viel Unwetter, Regen, viel Flut. Wir haben wirklich alles Mögliche erlebt. Ja. An Wetter. Ja, also Extremwetter. Also wirklich von extrem, heiß bis kalt. Extrem heiß, extrem dabei. Kalt. Also wirklich krass. Ja. Ja. Unser Fazit war auf jeden Fall, also ich ziehe jetzt mal so mein Fazit, das war echt eine coole Erfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass wir nach Australien gegangen sind, aber ich merke so, es darf jetzt weitergehen, ich will was Neues kennenlernen. Es ist einfach sehr westlich hier, also man hat wenig Neues, man hat wenig kulinarische Besonderheiten, denn hier gibt es einfach
Nichts Neues. Ja, also wirklich nichts typisch Australisches, außer ein Barbecue, aber das kann man mit einem Grillen in Deutschland vergleichen. Ja. Und ja, also bei mir war der Wohlfühlfaktor einfach nicht so 100% irgendwie da. Ich kann es aber schwer erklären. Es war einfach ein Gefühl, dass es doch manchmal mehr herausfordernd war. Als gedacht. Und die Farmerfahrung, wir haben ja 2 Monate davon knapp auf einer Farm verbracht, war auch eine coole Experience, aber es war auch natürlich sehr challenging manchmal mit den Schlangen, mit den Spinnen, mit den Tieren. Aber so insgesamt finde ich, dass wir das echt super gemeistert haben mit Autokauf, mit Autoausbau, mit Unterkünfte durch Sittings. Ich finde, wir haben uns das wirklich gut abgecheckt. Ja, safe. Also wir haben uns da wirklich unsere Ressourcen komplett ausgenutzt. Ja, wir haben ein kleines Netzwerk einfach hier gebildet. Stopp. Lass uns noch ein Like da. Let's go. Lass uns einen Daumen nach oben da. Dein Fazit zu... Also mein Fazit ist auf jeden Fall sehr, sehr gut hier in Australien. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, die Natur. Die Menschen fand ich sehr, sehr angenehm. Die haben dich auch immer gefragt oder uns gefragt, ob es uns gut geht. Oder wenn sie auch unser Setup gesehen haben von unserem Van, haben sie uns immer gleich positiv drauf angesprochen. Und also ich fand es wirklich mega nice. Die Strände waren... Teils. Manche Nationalparks war es ultra geil, aber es gab natürlich auch Strände, wo du gedacht hast, wow, so habe ich mir Australien überhaupt nicht vorgestellt. Ja, einfach sehr, sehr großes Land, großer Kontinent, fast schon zu weitflächig. mit vielen Facetten. Also wir sind auch über 15.000 Kilometer innerhalb von 5 Monaten gefahren. Ja, eigentlich 4 Monate, ne? Also einen Monat waren wir jetzt... Oder sind wir jetzt in der Stadt hier in Sydney und zwei Monate davon waren wir ja auf der Farm. Also so, wir sind eigentlich nur 2 Monate wirklich gereist. Und das sind eigentlich sogar mittlerweile über 16.000 Kilometer. Ja, schon. Also schon echt krass. Ja. Ja, und ansonsten, wir haben hier echt viele Leute kennengelernt, viele Kontakte geknüpft, wo richtige Freundschaften entstanden sind auch, also mit denen wir auch wirklich weiterhin in Kontakt bleiben wollen. Mhm. Und also mega, also wirklich richtig, richtig tolle Menschen. Und von dem her fand ich auf jeden Fall Australien sehr, sehr nice. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwann wieder zurück. Wir haben nicht ganz Australien gemacht. Uns fehlt der Westen. Tatsächlich haben wir sonst alle Bundesstaaten soweit gesehen. Und aber Western Australia fehlt. Ja. Es war ja eigentlich geplant, dass wir 1 bis 2 Jahre hier bleiben. Also das war wirklich so in unserem Kopf. Und ich finde, es war wieder so das perfekte Beispiel, dass man nichts planen kann. Man muss mit dem Flow gehen. Man muss einfach mal schauen, wie fühle ich mich hier? Wie läuft es hier? Geht es irgendwie flowy von der Hand oder stockt es irgendwie? Passt irgendwas nicht? Und warum wir Australien auch verlassen, ist, dass wir uns 2023 ganz klar ein Ziel gesetzt haben. Und das ist wirklich unser Business, unsere Selbstständigkeit voranzutreiben. Und das finde ich wirklich extrem schwierig in Australien. Also man hat einfach sehr, sehr hohe Kosten. Man hat wenig Coworking Spaces, man hat sehr teure Mieten. Vom Van aus finde ich es persönlich sehr schwierig, ja. Hat man überall irgendwie gutes Netz. Kevin arbeitet nachts wegen der Zeitverschiebung und wir haben uns gesagt, wir brauchen wirklich ein Land, wo uns diese Möglichkeiten geben kann, dass wir gut arbeiten können. Und B, wo wir einfach günstiger leben können. Und C, einfach auch noch mal was Neues erleben. Also klar, wir haben jetzt Australien als Reise auch wirklich genossen. Wir haben uns für das Reisen hier entschieden. Aber nach 5 Monaten sagen wir, hey, unser Ziel, unsere Zukunft, unser Business steht jetzt an allererster Front. Und das Reisen wird nicht aufhören, aber es wird halt ein bisschen zurückgeschraubt. Zurückgeschraubt, ja. Genau. Aber es wird nicht nach Deutschland zurückgehen, Leute. Das
nicht. Das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Und man muss halt auch dazu sagen, wir gehen natürlich aufgrund der Hochzeit nach Deutschland. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich Deutschland noch nicht fokussiert. Aber dadurch, dass die Hochzeit jetzt war, wir sind Trauzeugen, haben wir gesagt... Papa wird auch noch 70. Genau, dass wir das auch noch miteinander verbinden. Und es gibt noch ein kleines Special. Und zwar kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Und zwar unsere lieben Freunde Sarah und Daniel heiraten. Und wir beide sind Trauzeugen. Und es wird nicht nur in Deutschland geheiratet, sondern es gibt auch noch eine Trauung in Thailand. Wir gehen nach Thailand und wir freuen uns einfach so extrem, nach Thailand zu gehen. Also Thailand wollten wir eigentlich tatsächlich nach Bali. Ja, ursprünglich. Und dann hat sich das mit der Hochzeit ergeben und dann dachten wir, gut, dann heben wir uns das auf jeden Fall mal auf. Aber ich freue mich extrem auf Thailand. Ja. Also, ja, das wird richtig, richtig toll. Ja, und ich weiß, dass ein paar Zuschauer sich richtig darauf freuen, auf Thailand-Content. Und ja. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Ja, genau. Auf jeden Fall. Jetzt habt ihr soweit mal unsere Gründe mitbekommen, weshalb wir jetzt Australien nach 5 Monaten verlassen. Wir haben auch noch ein paar Videos dazu gemacht zu Australien, die werden noch nachträglich dazukommen. Ja, wie zum Beispiel der schnelle Autoausbau in 10 Tagen. Können wir auf jeden Fall auch mal noch sehr ausführlich erklären. Wie man eine Solaranlage einbaut in das Auto, wie man den Strom anschließt etc. Das werdet ihr alles in unseren nächsten Videos erfahren. Yes. Peace out, macht's gut, bleib gesund. Vergiss das Abo nicht. Ein Abo dalassen. Bing, bing, bing.